Ja, hallihallo, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge South Park The Stick of Truth. Ich bin tatsächlich echt noch sehr gespannt, wo denn der letzte Spot für Timmys Fast Travel Service ist. Und ich habe auch eine kleine Idee, wo man danach gucken könnte, weil wir können uns ja die Quests anzeigen lassen. Was? Da bin ich. Ja. Großwildjagd, ja. Aber kann ich mir jetzt nicht direkt auf der Karte anzeigen lassen, wo denn hier der letzte Fast Travel Spot ist. Ach, was ist hier oben? Achso, da kann ich die kanadische Höhlenmösen Spinnenfurz-Dingsi rufen. Gut, okay, es wird uns nicht direkt angezeigt. Okay, Skeet hat anscheinend aufgeräumt. Fuck you, asshole! Ja, fuck you, you fucking fuck. So. Gut. Da ist ein Pokémon. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Community Center aufmachen. Ich muss dahinter. Ah, Kleingeld. Kleingeld! I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like, Hody How. Ja, das kann ich bestätigen. So, einmal zu den Goth Kids geguckt. Tatsächlich tun wir es. Bin ja mal gespannt. Servus. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for Goth Kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the Wicked Elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Aw, come on, let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Nun gut, neue Quest, Nonkonformist. Yeah, after people hang out with me for a while, they usually end up texting or just looking at their phones. Beweise dich den Goths. Finde ein paar Zigaretten. Finde etwas Kaffee. Ja. Kaufe Goth-Kleidung. Gut, da hätte ich schon eine Idee. Wo? Goth-Handschuhe. Goth-Mütze. Und? Das war's? Okay. Echt super Musik, die ihr da hört. So. Ja, die Goth-Klamotten, glaube ich, können wir hier oben kaufen. Bei ihm hier, genau. Tatsächlich. Ich meine, ist ja auch der Einzige, der uns weit und breit Klamotten verkaufen würde. So. Neue Nachricht von Jesus. Ganz kurz mal nachgeguckt. Jesus schreibt uns, Leute, euer Herz ist der erste Ort, an dem jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay? Okay, gut. I'll give you a good price. Das würde ich hoffen. Wir brauchen nämlich Ausrüstung. Und zwar ein Goth-Kostüm, eine Goth-Mütze und Goth-Handschuhe. Ja, cool. Feinheiten. Schwarzer Eyeliner, Emo-Perücke. Ach komm, nehmen wir auch gleich alles mal mit. Verbrauchsgüter. Wiederbelebungstrank haben wir noch 3 Stück. 1, 2, kommen wir nochmal dazu. Kostümflicken. Scherbe einer Bierflasche. Nein, danke, brauche ich nicht. So, dann müssen wir uns mal offiziell einfach mal umziehen. Ja, die Mütze. Gleich mal eine Goth-Mütze anziehen. Du erhältst Individualität durch Beleidigung anderer. User. Zieh diese Mütze tief ins Gesicht, damit du keine Verräter Arschlöcher anschauen musst. Okay. Gut. Was haben wir hier noch? Dieses Goth-Kostüm. Alles ist zum Kotzen, sogar dieses Kostüm. Du verlierst mit jeder Runde den Glauben an die Menschheit. Einmal Goth-Handschuhe. Trage diese Handschuhe, damit du keinen Konformistensaftsäcke anfassen musst. Minus 20 Charisma. Nice.
Dann brauchen wir schwarzen Eyeliner. Machen wir einfach mal unter die Augen, damit es auch ganz authentisch ist. Eine Brille brauchen wir eigentlich nicht. Eine Emo-Perücke. Gib ihm. Und den Bart sollten wir vielleicht dann auch wegmachen. Vielleicht ein Ankerbart. Oder ein Barkeeper. Oder einfach nur ein Bartschatten. Boah. Sieht schon hart aus. Ich nehme den Bartschatten. So. Somit sind wir offiziell ein Super Goth. Ey, scheiße, Mann. Voll die Drecksratte, ey. Weißt du, hier. Läuft hier rum und meint, sie ist die größte oder was? Okay, gut, so viel dazu. Wir brauchen noch Kaffee. Kaffee war, glaube ich, hier, genau, gleich bei Tweaks Shop. Ja. Gucken wir gleich mal rein. Würde mich ja wundern, wenn wir hier keinen richtigen Kaffee kriegen würden. Hallo. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? Ja, jetzt wo ich weiß, was drin ist, möchte ich natürlich unbedingt Kaffee haben. Der Tempotrank Ultra, diese seltene Mischung steigert deine Angriffskraft und lässt dich erneut angreifen. Uiuiui, $15 ist aber ganz schön. Können wir auch gleich Crystal verkaufen. Tweak Bros, dunkle Röstung. Tweak Bros, dunkle Röstung. Diese Kaffeemischung füllt die Leere in deiner Seele, welche durch all die dämlichen Hipster in der Welt hervorgerufen wird. Das klingt doch nach einem Goth-Kaffee. Den nehmen wir natürlich mit. Eine Tasse soll reichen. Gut. Hey. Was wollt ihr von mir? Ich habe hier eine blutigere Röhre in der Hand. Wenn ihr wollt, zeige ich euch, wie die funktioniert. Hey, oh. There he is! New kid! New kid! Was? The Elf King has requested your presence. You can either come quietly, or you can fight. But I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Was? Ich warne dich, an diesem Punkt im Spiel zu kämpfen, ist totale Zeitverschwendung, also kannst du es gleich lassen und einfach mitkommen. Ja, dann geh ich halt wisely, new kid. Come with us. So schlimm wird es ja jetzt auch nicht sein, denke ich mal. Zur Not können wir ja bestimmt immer noch kämpfen. Das Elfenkönigreich. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Level 9, Fähigkeit freigeschaltet. I'm sending our best ranger to help guide you. The Bard is also at your disposal now. Hey, Stan und der Bard freigeschaltet. Sehr schön. Und natürlich ist eine Aufwertung verfügbar. Ja. Freunde, 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 hier sind wir jetzt im Elfenkönigreich. Kann ich gleich mal erstmal kräftig plündern hier? Oh, darf ich nicht? Ich habe zu viele gekauft. Holzmesser des Gläubigen! Okay. So, was bist du? Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Ja, was hast denn du so? Nette Waffen und so? Rekurvebogen. Oder Recurve? Recurvebogen? Ein besserer Bogen, mit dem du richtig cool aussiehst. Feuert 4 Geschosse ab, die kritisch wirken, wenn du perfekt triffst. 4 harte Treffer trifft für zusätzlichen Schaden, stark gegen Rüstung. Boah, macht auch ordentlich Schaden. Kostet auch nur $18. Den lassen wir uns raus. So.
Damit wir nicht die wir haben ja die Glasscherbe, nicht mehr den Mongolenbogen, genau. Spielmannshandschuhe, ein paar, was, Tamboa Major Handschuhe. Aha. Was? Extra weite Kopfschmutz eines Entertainers? Nee, sowas will ich ja gar nicht tragen. Eine Försterkappe. 100% biologisch abbaubar, mit Ausnahme des Kapuzenteils. Okay. Eine Försterrüstung? Nee. Auf noch setze Kostüm flicken. Was habt ihr da? Auch nur Crap. Oh, was ist das hier? Schokoriegelverpackung. Du erhältst jede Runde im Kampf 25 TP oder eben der Dornzweig. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 25 Schaden. Nö. Gut. Jason, neue Freundschaftsanfrage. Hallo, Jason. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Du musst mir nicht vertrauen. Ich schlag dich auch so. Ohne, dass du mir vertraust. Siehst du? Ganz einfach. Hey! Tibi Express. Ja, ich hab den letzten Spot gefunden. Konnten wir ja nicht wissen, dass der hier ist. Eine Schnellreiseflagge. Ja. Was hast du hier? Well of Insight. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Wiederherstellung des Gleichgewichts. Neue Quest. Ja. King Forest. Keep outside. Keep out, okay. Die Kirchenbanner im Spielpark. Okay. Zerstöre das Nachbarschaftsbanner. Okay. Zerstöre den, das andere Banner im Viertel. Okay. Wohin geht's hier? Ja. Aufmachen. Aufmachen! Achso. Fetzen eines zerrissenen Mantels und himmelblaue Farbe. Sehr schön. No tricks, human. Keine Tricks? Was? Oh, it's on! Das war kein Trick, das war offensichtlich, war das. Offensichtlich! So. Da haben wir hier ganz hoch geguckt. Nichts versteckt hier? Was? Da mache ich mir den ganzen Weg hier hoch, die Mühe und... Ah ja, gut, dann gehen wir halt wieder runter. Da ist noch eine Tasche. Zersplitterter Pfeil, ein Heiltrank, den ich nicht mehr tragen kann. Und Elfentreue, was auch immer das macht, steigert die Max-TP um 5%. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. So, das sind ja auch diese Kostümflicken, ne? Kann ich die nicht eigentlich... We elves craft the finest shit in the land. Ja, ja, ist ja gut. So, Kostümflicken. Die kann ich doch eigentlich auf meine Kostüme drauf machen. Sabine, das noch nicht? Du hast zwei neue Freunde. Timmy und Jason. Gut. Kostümflicken. Wie kann ich denn meine Kostüme mit Flicken versehen? Ach, tatsächlich, das kann ich schon die ganze Zeit und ich hab's nicht gerallt. Sagt ja auch keiner was, ne? Verdammt. Hätte ich mal vielleicht besser aufgepasst. Nur gut. Wir wissen jetzt, dass es geht. Das werden wir auch nachher mal anwenden. Erstmal müssen wir auch noch unsere Fähigkeiten boosten. Was haben wir denn jetzt hier? Erhöht den Schaden aller Dreidelangriffe. Okay, das ist nicht schlecht. Ich habe auch zwei Punkte zur Verfügung. Je mehr Schaden du erleidest, desto stärker werden deine Jutsu-Angriffe. Nee. Das finde ich eigentlich echt ganz cool. Erhöht den Schaden deiner Angriffe mit Beschneidesense. Habe ich auch schon geskillt. Bei erfolgreicher Durchführung bewirkt Beschneidesense jetzt zweimal Bluten. Ja, das machen wir. Verringerte Abwehr, auch cool. Oder wir erhöhen den Schaden aller Dreidelangriffe. Nee, ich mache die Beschneidesense. Ja. Mehr Abwehr verringert. So. Gut. Dürfen wir jetzt hier raus? Ah, Kennys Haus. Kenny sag ich schon. Kyle, genau. Das war der Name, den ich gesucht habe. Kyles Haus. Voll und Eiswürfel. Sehr schön. Hier gibt's nix. Blöder Eimer. Ah, Schwamm. Und ein Schwertgriff. Geld, Dreidel, Popcorn, Halskette, Maroni-Bild. Welches ja für Moses gemacht worden ist. Keiner guckt fern? Dann machen wir den noch raus. Ferngeguckt wird hier nicht in dem Let's Play. So, wir schauen mal eben nach oben. I guess that's cool.
Unterhose Questgegenstand, okay. Der coole Elefant. Ja, wieder jede Menge Erinnerungen hier. Mag der eine oder andere doch noch was wiedererkennen? Na, haben wir hier reingeguckt. Fetzen eines zerrissenen Mandels, Cyborg, Bill, Actionfigur und Judenpfadfinderanleitung. Alles mitnehmen, können wir nämlich teuer verkaufen. So, nun gut. Schläfenlocken, sehr schön. Und die Kacke, die gepinkelt hat. In jedem Haushalt finden wir dieses Buch, was ja Butters in der Serie geschrieben hat. Kanadische Adoptionsunterlagen, sehr cool. Kann ich denn damit vielleicht nach Kanada reisen? Geld und Broslowski Garagenschlüssel, auch sehr cool. Nochmal Geld, was sind das für Änderungen, VHS? Hä? Sagt mir jetzt gar nichts. Da oben ist so eine Schatztruhe eigentlich, da will ich... Also die Schmuckkiste will ich eigentlich dran. Heiltrank und Barbarenperücke. Cool, cool, cool. Einmal noch ins Bad geguckt. Ich vermute ja, dass es das Bad ist. Das sind ja alle Häuser irgendwie gleich aufgebaut. Nee, duschen will ich nicht. Ich bin ein Goth. Ich brauche nicht duschen. Akne. Sehr cool. Und Ike's Kauterbug. Und Schamhaare mal wieder. Seife am Seil, Geld und Mr. Hanky Bauset. Gut. Mr. Hanky Bauset brauche ich nicht. Ich baue mir nämlich immer mein Hanky selber. Ja, dauert ungefähr einen Tag in der Produktion. So. Sehr cool. Aber wir können jetzt hier auch in die Garage gucken. Machen wir jetzt mal. Ah, eine Riesenkiste. Kyles Koteletten und ein kleiner Magnet. Wow, was macht der? Du erhältst 20% mehr Geld. Wow. So, und ein Stigmata! Jim Pokémon! Du hast slain the mighty Frost Giant. I stand in awe of you, Hero. Ah! Ah, das hast du jetzt davon. So. Mal kurz überlegen. Wir haben jetzt jede Menge neue Quests gekriegt. Genau, rekrutiere die Goth Kids. Und wir brauchen aber immer noch ein Päckchen Zigaretten. Wo ich noch nicht weiß, wo wir das. Ah, okay, oben in der Bar. Was haben wir jetzt hier noch? Achso, für die Elfen hier den Befreiungsschlag machen. Das werden wir jetzt auch mal tun. Und Fast Travel Service haben wir jetzt, glaube ich, auch irgendwo bestimmt einen in der Nähe. Ich bin hier unten. Da oben am Spielplatz gibt es auch noch was. Da können wir gleich mal. Genau, dann gehen wir jetzt über den Spielplatz direkt zum Fast Travel Service. Sehr cool. Ahoi, Maplebeard! Hä? Aha. Halt, kann ich jetzt in die Mädchentoilette? Nein, darf ich immer noch nicht? Ah, okay. Achso, ich sollte hier doch eigentlich irgendwas zerstören, oder? Das war doch hier. Tatsächlich irgendwo hier unten muss da irgendwie... Can you keep a secret? Be there. Was? Was? Ich soll ein Geheimnis? Was? Hä? Sag's mir! Sag's mir! Hm. Oder auch nicht? Ah, da ist der Banner. Sehr schön. Somit hätten wir den vernichtet, glaube ich. Genau, erfüllt. Zerstört den Banner im Spielpark. Gut, jetzt wissen wir auch, wie die Dinge aussehen. So. Ja. Fast Travel Service wollten wir jetzt nutzen, um zur Kirche zu kommen und da können wir den nächsten Banner zerstören von der Kirche dann aus. Suchen wir uns den nächsten Spot. Tada! So, da ist der Banner. Da liegt auch noch El Gore. Nochmal kurz nachgehackt, weil der Typ ja echt unsympathisch ist. Zumindest in der Serie. Ich habe ihn persönlich sonst noch nicht kennengelernt. Zerstöre den Banner an Starks Teich. Okay, dann gehen wir da auch gleich mal rüber. Musst du leider warten, Timmy. Zack. Halt, jetzt aber. Oh, wann geht's denn da hinten?
Achso, hier waren wir schon. So, ging es da links nicht auch irgendwohin weiter? Caution warning. Ja, ja. Haven't we been here before? Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Jetzt mal hier lang. Weil am Ende sieht doch alles irgendwie gleich aus. Ah, diese Drecksköter, die sind auch so verflucht schnell. Ah, sie greifen mich gerade nicht an. I think we should go that way. Aber die greifen mich natürlich sofort an. Weak, dude. You hit like my grandpa. Oh no, you don't. Gut, bin mal gespannt, was Stan so für Fähigkeiten hat. Aber erstmal machen wir hier die Hunde fertig. Den einen erstmal gleich stunnen. Oh, die haben auch wesentlich mehr Life jetzt, ne? Wie schwach. Ich geb dir gleich schwach. So, was kannst du denn Gutes? Diskus der Macht. Stan wirbelt einen tödlichen Diskus auf das Ziel. Der Diskus kann zufälligen Zielen weiterfliegen. Also kann zu zufälligen Zielen weiterfliegen. Wirbelwindschlitzer. Stan wirkt ein sich drehendes Schwert, das mehrere Feinde trifft. Ja, warum nicht? Mach mal. Drücke wiederholt. Ah, dann drücke X, wenn du den Kicker siehst. Ruft er sich einen Kollegen? Ja, ich glaube, ich spinne. So, dann machen wir jetzt aber hier kurz einen Prozess draus. So, und... Zack! Und Stan einmal zuhauen, bitte. Ha! Jawoll! Man, we rip shit up. Ja, wir haben es tatsächlich drauf. Hast du gut erkannt. Jetzt nochmal Loot. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hinlaufen können, beziehungsweise hinlaufen. Aber es ist ja irgendwie immer so derselbe Aufbau. Hab ich doch gewundert. Oder auch nicht. Ah, da sind wieder Hunde. Nee, das will ich nicht. Ah, was? Dann sind wir wieder ganz woanders. Okay, hier waren wir ja anscheinend gerade. Da liegt ja auch noch das. Mal nach rechts. Was konnte ich hier anwählen? Ein Schatz? Oh, hier waren anscheinend auch Hunde. Habe ich hier irgendwann mal was liegen lassen? Hä, da war ich auch schon. Hä? Hä? Was? okay, ich laufe jetzt einfach mal blöd wirr durch die Gegend. Weil irgendwohin muss das ja früher oder später führen. Gucken, was hier links ist. Ja, dann gehen wir halt mal jetzt hier lang. So, da sind wir auch schon mal rechts gelaufen. Jetzt gehen wir mal links. Nee, das wollte ich nicht. Ja, siehst du, jetzt stehen wir schon wieder hier. Da gehe ich jetzt mal hier oben lang. So, jetzt gehe ich hier auch mal hier oben lang. Da ist ein Hund, da war ich wahrscheinlich schon mal. Ha, hast mich nicht getroffen. Hast mich nicht getroffen. So, gleich mal hier lang. Nicht schon wieder Hunde. Schnell, 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 schnell. Einfach vorbeirennen. So, hier waren wir auch schon mal. Gehen wir jetzt mal links lang. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts, was wir gerade tun. There you are! We've been looking all over was? For you! Lass mich in Ruhe! Nein, 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 nein! Ah, lass mich in Ruhe! Ah, there you are! We've been looking all over for you! Sie sind überall! Sie sind überall! Was soll ich tun? Ah, hier sind sie nicht. There you are! We've been looking all over for you! Ah, Hund, lass mich in Ruhe! Ich muss vor den Eltern flüchten! Excuse me, is this really a good idea? Oh, der hat aber ganz schön zugehauen gerade, der Hund. Da muss ich mir gerade mal den Haltrank reinpressen. Zack! So, und jetzt aber hier nochmal David Schleuder, gib ihm! Und Stan, einmal hier mit dem wirbelnden Schlitzer. Let's finish it. Jawohl! Got Nummer 1 ausgeschaltet. Huch, da hat es ganz kurz geleckt, warum auch immer. Aber trotzdem ist der Hund jetzt am Arsch. So. I can do this all day. Gut, wir müssen weiter fliehen. You are grounded, mister. Nein. You march right on home and go to sleep. Nein, ich will nicht.
Ich war doch gerade so schön im Wald unterwegs. Hm. So, ich wollte mal in die Truhe gucken, weil irgendwas hieß es mal von wegen, ich bin ja hier so ein... Irgendwas habe ich gekauft oder so, Dingsi. Das ist alles auf Lager? Was? Ja, habe ich nie hier reingelegt, aber okay, ist ja eh alles nur Level 2 Crap. Nun gut. Ja, aber dann werden wir jetzt, wohl oder übel, wahrscheinlich ins Bett gehen. Nice goldfish. I had to get rid of mine after it killed a bunch of people. Ja, ich weiß. Aber danke, dass es dir gefällt, Stan. Ja, dann, hoffe ich, wir kommen nochmal in den Wald und finden vielleicht mal raus, was dahinter versteckt ist. Oh, ich kann in den Computer, wusste ich gar nicht. Ah, okay, das ist dann so. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, wir kommen nochmal in den Wald, um da rauszufinden, was da los ist. Und wie es denn weitergeht mit den Goth Kids, ob wir denn tatsächlich sie endlich mal rekrutieren können. Entschuldigung, rekrutieren können. Und dann auch die Frage, für welche Fraktion, ob wir für die Elfen kämpfen, ob wir für Cartman weiterkämpfen werden, weil er uns ja irgendwie versucht, jetzt hinterrücks zu betrügen, was natürlich absolut zu Cartman passt. Ja, und was uns sonst noch so erwartet, hier in South Park Stick of Truth, erfahren wir leider erst in den weiteren Folgen. Bis dahin, bleibt gespannt und macht es gut. Ciao.